Heute bauen wir mal die Kamera in A229 Duo und ersetzen die A119, die ich bisher habe. Der Grund, warum wir die ersetzen, ist nicht, dass es nie funktioniert. Ich bin sehr zufrieden damit. Aber das neue Modell hat einfach eine höhere Auflösung. Und ich hoffe, dass mir das hilft beim Hochladen der YouTube-Videos, weil mir das helfen sollte bei der Auflösung. Die bisher gemacht 1080p, damit ist man bei der Bitrate, die YouTube zulässt, am oberen Limit. Und damit verliert man quasi am meisten Qualität. Die neue Kamera kann 2K und da lässt YouTube eine höhere Bitrate zu. Und meine Hoffnung ist, dass ich dadurch eine bessere Bildqualität bekomme. Ich habe vor allen Dingen das Problem bei Waldstücken mit viel Laub, mit viel Konturen im Bild. Das beansprucht sehr viel Bitrate und dann sinkt einfach die Qualität beim YouTube extrem. Das habe ich hier vorher testen. Okay. Gut, was kriege ich hier mit? Verschiedene Mounts, Stecker, Kabel und das ist die Rückfahrkamera. Kabel. Was schön ist bei der neuen Kamera, das Kabel zur hinteren Kamera ist dünner. Man sieht das hier. Das ist die alte Kamera nebendran. Das Kabel ist wesentlich dicker und ich hoffe dann auch, dass ich mir dann leichter tue, das dann hier hinten entsprechend zu positionieren. Ich führe den Strom hier am Seitenhorn hindurch, den kann ich zum Teil hinten reinstecken, bei dem dünnen Kabel, das Stromkabel. Das Kamerakabel, wo nach hinten geht, das ist dick, das habe ich hier bisher nicht hinten untergebracht. Ich hoffe, dass ich die Clips weiterverwenden kann, weil was ich sehe ist, dass es hier in dem neuen Modell keine solchen Clips für die Scheibe hat, wo ich das Kabel führen kann. Bei der Dashcam besonders schön ist, es gibt hier diesen 12 Volt Adapter mit. Das finde ich wesentlich besser gelöst mit einem USB-Stecker, als wie wenn das hier fix montiert wäre. Dann ist man einfach zu sehr gebunden mit dem und ich habe hier noch einen zweiten Steckplatz auch noch zur Verfügung. Gut, schauen wir uns das mal an. Zwei Kabel und noch ein Montageschlüssel, um das hinter die Verkleidung zu biegen. Zuerst muss ich natürlich die alte abmontieren und bevor ich das aber mache, checke ich mal, ob die Längen der Kabel mir überhaupt ausreichen werden. Dazu lege ich das einfach mal grob. Aber es sieht schwer danach aus. Kann ich jetzt mal gucken. So. Das schaut danach aus, als wenn das reicht. Ich kann die Kabellängen dann direkt mal vergleichen. Ich kann das alte hier mal wegnehmen. Gleich mal die Kabellängen alt und neu. Hallo. Hallo. Was machst denn du da? Ja, ich habe da so eine neue Kamera oder ich habe immer Kamera mit dabei, wo ich dann unterwegs so Aufnahmen mache von der Landschaft. Aha. Und da habe ich jetzt ein neues Modell, wo ich gerade dann montiere. Ich habe mal ablegt, dass das Signal ist am Boden. Ja. Also, es sieht so aus, wäre das genau gleich lang. Von dem her passt das. Jetzt schauen wir uns das mal an, dass ich die Clips geöffnet bekomme. Ich hoffe, dass das Kabel dünner ist, dann hinten reingesteckt bekomme. Ah, so ging das auf. Ich muss nur fest genug ziehen. Gut, also das eine Kabel ist weg. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hinter der Verkleidung loskriege. Das andere. Ja, ein bisschen Kabelsalat. Jetzt haben wir schon ordentlich Kilometer draufgeschraubt. Ich glaube 75.000 Kilometer seitdem. Haben wir neu gekauft. Aber sind immer so viel unterwegs. Genau, das ursprüngliche Stromkabel war extrem lang. Das habe ich dann hier die Reste mit einer. Also alle Kleber und Clips, Kleber sind dran und ich hoffe, dass sie später auch wieder zugehen. Das alte Stromkabel ist sehr lang und darum habe ich das da mit so einem
Kabelbinde dann aufgebunden gehabt und unten hat sich bewährt. Mal gucken, was mit dem neuen geht. Die neue Kamera, die ist ein bisschen größer, aber ich denke, ich werde die genau an die gleiche Position auch wieder dran machen und hoffe, dass das mit dem Spiegel, dass der Blickwinkel sich nicht verändert, dass ich nicht mit dem Spiegel da Probleme habe. Vielleicht setze ich das ein bisschen weiter rechts rüber. Mal schauen. Was ich machen kann, ist, die sitzt ja auf so einem Fuß drauf, das kann ich einfach wegtun, um das von der Scheibe besser zu kriegen war mit diesem Dingens. Oder diese Basis hier, die sitzt natürlich fest und die wird wahrscheinlich ein bisschen was von meinem Sonnenschutz da wegnehmen, aber das ist mir egal, weil das eh hinter dem Spiegel sitzt und nachher dann die neue Kamera wieder drauf sitzt. Okay. Basis. Und das kann man hoffentlich einfach wegziehen. Und es geht sogar besser ab, als ich das gedacht habe. Das ist gut. Mit 3M habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Sehr gut. Wir können das jetzt im Prinzip checken, dass die Kamerablickwinkel stimmt, dass der nichts im Weg ist, indem wir, ich kann jetzt hier schon mal den Polfilter gucken, könnte ich jetzt mal einfach an den Turm anschließen, zu sehen, wie der Blickwinkel hier läuft. Das ist das Stromkabel hier. Ich habe hier leider im Auto selber wahrscheinlich keinen Stromstecker. Nicht, dass ich wüsste jedenfalls. Und dann schließe ich das einfach schon mal mit dem Lampenkabel an. Probiere das mal aus, dass die Kamera richtig sitzt. Das Stromkabel ist jetzt neu auf der Seite, das war früher auf der anderen Seite. Gehe ich einfach mal an den Anschluss ran. Komme ich leichter hin. Na, wer kommt das an den Enden? Ja. Und dann mache ich hier Strom an. Und da kann ich jetzt sehen, wenn ich das jetzt so muss ich das noch einstellen. Hallo? Da habe ich also jede Menge Platz, brauche ich nicht großartig aufpassen, nach rechts rüber, bis ich den Anschluss von der Karte sehe. So, mal gucken, da sehe ich die Karte, also wenn ich das also hier ungefähr einen Zentimeter neben dem Boppel, dann ist das perfekt. So, kurz neben den, machen das so. Dann haben wir das. Kontrollieren, dann können wir das dort montieren. Da habe ich noch einen Stromanschluss, da werde ich wahrscheinlich den nehmen. Genau, da komme ich dann besser zu Gange. Und der ist abgewinkelt, da muss ich auch nicht aufpassen, dass das viel länger wird. Okay, kann ich das mal schauen. So, das passt perfekt. Ziehen wir den 3M ab. Setzen das ungefähr 1 cm möglichst weit hoch, möglichst gerade dort an. Fertig. Folie ab. Gut. Einstellen machen wir nachher. Versorgen das Stromkabel hier hinter der Windschutzscheibe.
Kannst du mir bitte ein Pflaster für den Daumen runterbringen? Fragezeichen. Danke. Punkt. Frieda war kurz da. Und? So ganz so happy hat sie nicht geklungen. Ich einfach mal sitze und nichts mache, ja, gönnst du mir ja, nicht. Ja, ich hab's schon gedacht. Jetzt komme ich nicht mehr rein. Ich brauche deinen Schlüssel. Und dann muss ich mich kurz reinlassen. Das tue ich dann mit dem Kabelbinder noch fix machen und das ist der alte. Das dürfte genau der gleiche sein. Nehme ich den neuen, also sichergestellt, dass der genug Power hat. So. Den 12 Volt Anschluss möglichst so, dass ich an den anderen Anschluss noch mit hinkomme und dann müsste das schon parat sein, dass ich meine SD-Karte aus der alten Kamera nehmen kann, die ich hier reinstecke und dann müsste er mit Zündung an bereits die ersten Aufnahmen machen. Da kann ich die Kamera, die Linse entsprechend einstellen, dass das passt. Bla bla bla. So sollte das gut sein. Dann können wir uns jetzt an. Zündung aus. Können wir uns jetzt an die hintere Kamera machen. Die hintere Kamera ist so, wieder mit so einem Klebstück. Die kann man drehen, so rum, so rum. Und von der Kabelführung her werde ich das so rum machen. Das eckige Kabel. Das ist so angelangt. Wir müssen Bauart, das ist ein bisschen empfindlich gegen Knicken, man muss mal gucken. Aber ich habe ja bisher die Kamera hier auf so einem Klemmer drauf. Mal gucken, ob ich das loskriege ohne. Ja, das war jetzt nicht so super fest. Und das ist die alte Kamera. Hat einen tollen Effekt gehabt, dass mir Leute, die hinten aufgeschlossen sind, wurden auf einmal beim Fahren unglaublich vernünftig. Gut. Das ist ein Tipp. Wenn man das oft das Problem hat, dass einem Leute aufhocken und unmöglich fahren, gibt es zwei Tipps.
Der eine ist eine Rückfahrkamera zu installieren. Das bringt die Leute oft schon zur Vernunft und lässt sie darüber reflektieren, wie sie sich verhalten. Und das andere ist, den Harry's Laptimer dort an der Seite so zu montieren, dass die Leute das sehen. Und aufgrund der unglaublich, was ist das denn? Ein SD-Kartenleser, das ist ja raffiniert. Und das andere ist, dass die Leute, wenn die das sehen und das Display ist so technisch, die denken, das wäre irgendeine Verkehrsüberwachungsmaßnahme. Das einzige Problem, wo ich bei der Sache sehe, ist, dass die Basis, wo das drauf montiert wird, ist sehr klein. Ob das dann wirklich so gut hält? Falls das nicht gut hält, die Basis, müsste ich mir hier noch einen Füller besorgen, dass das in der Kuhle gut festhebt. Aber machen wir das mal so da drauf. Das sollte eigentlich gehen. Können wir das ja einstellen, dass es ein bisschen runterkommt. So. Und jetzt führen wir das Kabel möglichst so, ohne Knicken. Erstmal hier hinten lang. Und dann können wir dann noch schauen. Also im Prinzip kann ich hier überschüssiges Kabel dann hinterm Sitz verstauen. Füllen wir das im Winkel so aus, dass es nach hinten rauskommt, dann geht es nicht mit der Karte im Weg. Mal gucken, mal so rum reinstecken. Das scheint optisch zu sein und dann drehen. So. Und dann wäre es strategisch besser, stelle ich fest, wenn das kleine Kabel hinter das große rutscht, weil das große ist natürlich eventuell festhält. Ich muss einfach verhindern, dass ich mit dem Fuß das Kabel dann irgendwie einen Zug drauf ausübe. Ich kann das hier mit dem Schweller theoretisch unten rein. Und da ist das easy peasy. So. Das rastet wieder. Gut, und den Rest vom Kabel verstehe ich schon, ne? Dann ist das schon. So, so, mal einen Funktionstest. Wieder. Und jetzt müsste das mit beiden Kameras funktionieren. Sagt sie, ich verstehe es nicht. Und dann würde ich sagen, die Montage ist soweit erstmal geglückt. Ich muss das hier jetzt noch gucken, wie ich das möglichst gut verstauen kann. Ich bin überlegen, ob ich die Kabel tatsächlich nochmal vorpole, um das andersrum anzuordnen, wäre wahrscheinlich geschickter. Wieder ein bisschen Kabelbinder und verstauen den restlichen Binder hier. Den Teil vorne geschlossen. Hinten habe ich hier versorgt
So. Man kann das hier unten durchziehen, dass es nicht so hoch steht. Unter der Mine, glaube ich. Mal gucken, was irgendwann möglich war. Ein Gummibärchen. Wir haben hier so eine Plastikmanschette. Da kann das drunten hindurch. Unter den Sitzschienen durch, dann kommt es nichts im Weg. Und ich kann es hier unter die Plastikmanschette durchführen. Das ist ideal. Das Ganze ein bisschen locker lassen, dass kein Zug drauf ist. Und jetzt mache ich das erstmal hier. Und für die Installation. Das lasse ich erstmal lose, so wie es war. Im Prinzip haben wir das jetzt fertig. Das ist die Kiste mit den alten Sachen. Müsste es das jetzt sein.